Leute, Sparking Zero, neuer Trailer, Goku vs. Vegeta Rivals Trailer. Um 0 Uhr geht's los, eine Minute davor. Livestream und ich, wir sind ready. Ich bin echt gespannt, Freunde, was wir zu sehen kriegen. Hoffentlich erstes richtiges Gameplay. Unreal Engine, okay. Ari, das ist die Frage. Kriegen wir einen Release mit dem Trailer? Budokai Tenkaichi Returns? Okay, die haben den letzten Trailer zusammengefasst. Okay, Character Raster. Sieht gut aus. Man sieht viele Felder. Stark, Alter. Gottformen. Alter, das sieht optisch so geil aus, Junge. Rival to the End. Classic Vegeta, Classic Goku. Kaioken. Okay. Junge, stark, stark, stark. Vegeta. Wehraffenform, Alter. Stark. Two Legendary Warriors. Super Saiyan. Junge. Namek, Alter. Goku, der Kampf auf Namek auch so wild gewesen, wo Goku das erste Mal zum Super Saiyan wurde, Freunde. Challenging Limits. Alter, wie clean Vegeta da aus seiner Szene. Kurz wieder den legendären Jin und Kazuya Faustabklatsch, würde ich sagen. Super Saiyan 3. Das sieht gut aus. Majin Vegeta, Alter. Jetzt reicht's. Transform. To new levels. Okay, was? Ah, okay, die Gottform. Das sehen auch sehr clean aus, Digga. Die Stage, also die Umgebung, die Stage gefallen, Stages gefallen mir auch mega gut. Okay, warte jetzt. Wir warten, sind gespannt. Ultra Instinct. Goku. Bleibt noch spannend. Ultra Instinct sehen wir noch nicht. Kaioken Blue, okay, das war's schon mit dem Trailer. Nein, Mann, Alter. Aber Release, eventuell. Wow, okay, das ist schon ein breites Charakterraster. Wir kriegen nicht den Release, wir haben nicht den Release. Ich muss ganz kurz nochmal auf den letzten Shot zurückspulen. Wow, gebt euch das Charakterraster, Freunde. Gebt euch das. Die haben es schon geleakt. Die Anzahl kannst du abzählen. Das ist jetzt zwar leider gerade ein bisschen doof, weil nicht gleich viele in der Reihe sind. Aber das wird das Charakterraster werden, Freunde. Gebt euch, wie groß das ist. Das war halt zu erwarten, weil Budokai Tenkaichi 3 ja auch mit 161 Charakteren das größte spielbare Charakterraster hatte. Aber jetzt das nochmal zu sehen, heftig. Also wir sind hier über 120 Charaktere, würde ich jetzt mal sagen. Und ein Dragon Ball Spiel in der heutigen Zeit mit über 160 spielbaren Charaktere beziehungsweise 164 Charakteren. Crazy. Muss man aber an der Stelle sagen, dass du halt dann 5 oder 10 Goku und Vegetas hast. Und bestimmt dann auch verschiedene Freezer-Formen, verschiedene Cell-Formen, verschiedene Bibu-Formen. Aber sofern die sich alle unterschiedlich spielen lassen, bin ich cool damit, Freunde. So viel zu diesem Trailer. Release-Datum gab es noch nicht. Werden wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten bekommen. Aber ich muss sagen, trotzdem Trailer soliden Einblick gebracht. Ich will noch normales Gameplay sehen. Ich brauche nochmal normales Gameplay und dann schon noch so eine erste Demo oder spielbare Beta, um da einfach noch ein besseres Gefühl für zu kriegen. Aber die Shots sahen einfach unfassbar geil aus, Leute. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr zu dem Thema sagt.